wir haben kein Italien-Trauma, weil das ist auch eine andere Mannschaft jetzt und es sind immer wieder andere Voraussetzungen. Also ich halte davon nichts, wenn man irgendwelche Dinge dann aus der Vergangenheit irgendwie herbeizieht. Das ist kalter Kaffee. Ein frischer Espresso ist uns lieber. Und da müssen wir schauen, dass der uns am Samstag sehr gut schmeckt. Diese Mannschaft aus Erfahrung und aus Klasse und aus einer defensiven Basis heraus, ja, ist natürlich Grundvoraussetzung, um ein Turnier zu gewinnen. Aber man muss natürlich auch offensiv punkten. Und das können sie mittlerweile auch. Ist viel besseres Italien als 2008, 2010. Auch als 2012. Und ich glaube, dass dieses Spiel natürlich sehr, sehr eng sein wird. Ja? Und der Ausgang ist schon auch relativ offen. Wir haben keine Angst vor den Italienern. Wir haben Zutrauen in unsere eigene Leistungsfähigkeit. Und wenn wir die abrufen, dann haben wir gute Chancen, das Spiel auch zu gewinnen. An diesem Tag haben wir alle irgendwie nicht die Leistung gebracht, die wir hätten bringen müssen. Ich glaube, im Nachhinein hat es uns auch geholfen, jetzt 2014, im ein oder anderen Spiel, da haben wir sicherlich, oder ich mir als Trainer, so das mal ein bisschen rekapituliert, was ist denn da passiert und was hat man für Fehler gemacht. Und das hat mir dann auch in meiner persönlichen Entwicklung diese Niederlage, die schmerzlich war und die mir unheimlich wehgetan hat, klar, hat mir nachher 2014 auch geholfen im Turnier.